Gut, wir stehen hier vor einem Bezirksbürgermeister, der auf der Straße nicht spricht, im Rat auch nicht spricht mit uns. So fragt man sich, warum haben wir hier überhaupt gewählt? Da haben Sie aber verloren, dass Sie Stellung genommen haben. Demokratie. Wir gehen zu einem Bürgermeister, der diese Gemeinde, diesen Stadtbezirk vertreten soll. Und wir stehen hier und reden. Nur er redet nicht. Er hat keine Worte. Es hat ihm offenbar mal wieder die Sprache verschlagen. Insofern ist es ein lebendiger Beweis, dass hier was getan werden muss. Und wir müssen gegen diese Zustände angehen. Hier findet eine Entdemokratisierung unseres Nordens statt. Das können wir mit uns nicht geschehen lassen. Deshalb, es gibt wieder Wahlen, und zwar in nicht allzu langer Zeit. Erinnern wir uns alle an diese Vorgänge heute. Das ist ein lebendiger Erfahrungswert. Trotzdem hat Bußgeld gekriegt, weil sie die Luftreinheit, Haltung,
nochmal darauf hinweisen, auch bezüglich natürlich seiner äußerst seltenen europäischen Spezies oder generell weltweiten Spezies natürlich auch eingreifen. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen? Lass uns freundlicherweise mal den alten Herrn da holen. Ja? Dankeschön. Ja, wir haben mit unseren Bemühungen die Finanzierung dieses Flughafenausbaus anzugreifen, vollen Erfolg gehabt. Die EU hat mehrfach bestätigt, dass sie hier keinen Euro in diese Landebahnverlängerung stecken wird. Die Stadt hat etwa ein Jahr gebraucht, um das zu kapieren. Noch im Sommer letzten Jahres wurde gesagt, wir erwarten von der EU 11,5 Millionen Euro. Da war uns bereits seit 2008 bekannt, dass dieses Geld nicht fließen wird. Dann hat man gesagt, wir finden andere Töpfe, wir finden andere Tricks und man hat gesagt, wir benennen jetzt die Landebahnverlängerung auch als Avionik-Cluster-Ausbau. Das heißt, man hat plötzlich den Titel gewechselt und man begeht hier nach meiner Ansicht eine Etikettenschwäche. Bei dem Naturschutz werden wir jetzt die Generaldirektion Umwelt der EU kontaktieren und auf diese Zustände aufmerksam machen. Und ich glaube, dass wir erstens Gehör finden, dass zweitens die EU auch reagiert. Gegenüber früheren Verhältnissen hat sie relativ schnell reagiert bisher. Und wir werden alles daran setzen, dass die EU hier das niedersächsische Umweltministerium, aber auch das beteiligte Wirtschaftsministerium ansprechen und sagen, diese Zustände sind unhaltbar und wenn es die Richtlinien der EU hergeben, wird dann auch mit einem Bußgeld bedroht werden. Das dürfte eine unserer nächsten Aufgaben sein. Vielleicht noch etwas, wir haben ja jetzt den Transponder bekommen. Wollen wir da auch noch ein paar Informationen geben, Bernd? Ja. Der Transponder ist da, aber... Achso, soll ich dazu was sagen? Der Transponder ist da, bringt auch gute Daten. Bloß ich kann die Daten nicht an den zentralen Computer nach Frankfurt schicken, wo das dann leichter ausmessen. Die schicken mir dann Tabellen, wo eben die Start- und Landung drin sind. So muss ich die alle mühsam per Hand zusammensuchen. Ich habe das schon mal gemacht, also es funktioniert, aber ich habe keine Lust, 24 Stunden an den Weg zu